Die Junge Union hat beim Deutschlandtag in Münster mit den Spitzen von CDU und CSU abgerechnet. Das muss man so sagen. Der Unionsnachwuchs hat den Parteibossen mal so richtig den Marsch geblasen. Und Bildmeinungschef Philipp Piatow war dabei. Philipp, dein Eindruck? Ja, also der Deutschlandtag in Münster wird, glaube ich, wirklich in die Geschichte eingehen, und zwar in die Geschichte der CDU. Normalerweise laufen Deutschlandtage der Jungen Union zwar so ab, dass es schon ein bisschen deftiger zur Sache geht, dass hier und da auch mal Klartext gesprochen wird. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, einige Wochen nach der historischen Niederlage, da waren die wirklich komplett auf Krawall, auf Abrechnung gebürstet. Und zwar zu Recht. Da haben sich die ganzen Parteibosse hingestellt, vom Generalsekretär Paul Ziemiak über Gesundheitsminister Jens Spahn bis hin zu Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und die haben so eine Kritik abbekommen, die sie vermutlich in ihrem Leben noch nie gehört haben. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns ein Video einmal an. Ja, da sind wir gespannt. Soll ich die alle vorlesen? Ja, mach. Okay, die Mitglieder, okay, pass auf. Der Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt werden soll, soll durch eine nationale Steuer erhoben werden. Die Union, keine Position. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten. Die Union, keine Position. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union, keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union, keine Position. Wie kann das sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. Das ist ja das Problem. Sorry. Also. Ja. Da hat man der Anfang. Ordentlich Schmackes dahinter. Genau, das JU-Mitglied Frederik Paul hat da wirklich einmal Dampf abgelassen. Konkret ging es um den Valomaten. Ja, und der Valomat wird von Millionen Menschen gemacht, gerade von den Jüngeren. Und die Union war sich offenbar zu fein, irgendwo anzukreuzen, wie sie denn zu den Sachverhalten steht. Beziehungsweise hat gesagt, na ja, wir sehen das differenzierter. Man kann hier nicht mit Ja oder mit Nein antworten. Also und keine klare Positionierung. Keine Position. Ja. Und er hat das einfach mal vorgelesen. Und der Saal hat natürlich getobt. Und während er das vorgelesen hat, standen vorne auf der Bühne die zwei Generalsekretäre, Paul Ziemiak von der CDU und Markus Blume von der CSU. Und die kamen so richtig ins Schwitzen. Wenn da einer aufgestanden wäre und gesagt hätte, Rücktritt, mein Gott, wir wissen nicht, was da passiert wäre, da hätte der Saal vermutlich gejohlt. Man muss dazu sagen, Paul Ziemiak hat sehr emotional dann geantwortet, konnte sich gerade noch retten, aber die Stimmung im Saal, die war halt komplett gegen die CDU gerannt und auf Seiten der Jugend, die jetzt klar machen wollte, der Wahlkampf, den habt ihr komplett in den Sand gesetzt und wir leiden darunter und wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Und besonders bitter wurde es dann gestern, als Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus gesprochen hat. Der hat eine relativ leidenschaftliche Rede gehalten, spricht auch immer sehr energisch in seinem Bariton. Aber auch er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, was ihm dann entgegengeschleudert wurde. Und zwar ist da ein JU-Mitglied aufgestanden und hat gesagt, Herr Brinkhaus, was glauben Sie eigentlich, wie gefährlich, was bedeutet die Ampel für die Bundeswehr? Ganz kurz bitte antworten. Na, der Brinkhaus gesagt, ja, wird alles ganz schlimm für die Bundeswehr mit der Ampel. Tja, und dann hat das JU-Mitglied einmal richtig losgeledert. Da sollten wir auch einmal reinhören. Mhm. Mich hat gewundert, dass das Thema Bundeswehr bisher noch keine Rolle gespielt hat, weil wir müssen mal sehr kritisch mit uns selber sein. Sie reden hier vorhin die ganze Zeit eigentlich, ich wundere mich ein bisschen wie ein Oppositionsführer, also in den letzten 3 Jahren. Wir müssen uns mal ehrlich machen. Wir sind zu einer Partei geworden, die auf Sonntagsreden die Bundeswehr lobt und gerne von Herzblut zum Beispiel spricht, von Verständnis, die aber nicht in der Lage ist, in 16 Jahren die Bundeswehr auszustatten, zu reformieren, effizienter zu machen, wenn es dann heiß wird, wenn in Kabul ein Flughafen gesichert werden muss, dann schreien wir nach der Bundeswehr, dass sie mal machen soll. Und dann sind wir noch so dreist, unser eigenes politisches Versagen. Es waren nicht die anderen, die in der Regierung waren. Es waren wir, die es nicht geschafft haben, die Bundeswehr auszustatten. Dann sind wir noch so dreist, unser eigenes politisches Versagen auf die politischen Gegner abzuschieben und ihnen jetzt die Kompetenz oder die Verantwortung dafür in die nächsten Jahre, in die nächste Bundesregierung zu tragen.
So, deswegen würde ich Sie einfach bitten, meine Frage habe ich vorher gestellt, machen Sie sich mal ehrlich, hinterfragen Sie sich mal selber, was Sie gemacht haben, gehen Sie mal in stille Kämmerlein und dann, und wenn Sie das gemacht haben, ja, dann können Sie mal darüber nachdenken, wie Sie sich vielleicht auch mal wieder vor Bundeswehrsoldaten stellen sollen, wie Sie das Ihnen dann auch glaubwürdig verkaufen können, dass Sie sich für diese Interessen einsetzen. Danke. Philipp, sind das scharfe Worte natürlich, aber sind das sozusagen jetzt spontane Einzelmeinungen auch aus der Enttäuschung heraus oder wächst da jetzt so ein richtiger Druck von unten, von der Jugend auch heran? Ich glaube, dass hier etwas ausgesprochen wurde, was ganz viele in der Union schon seit Jahren denken. Man hat es aber nicht gesagt, weil man das Kanzleramt hatte, weil man regiert hat und weil man sich dachte, naja, selbst ohne ein richtiges Programm, ohne richtige Inhalte, ohne richtige Überzeugung, ohne tolles Personal, schafft man es einfach weiter an der Macht zu bleiben. Und diese Wahl hat halt gezeigt, nee, das geht so nicht. Und jetzt wurde einfach mal wirklich abgerechnet. Alles, was sich in den letzten Jahren angestaut hat, kam hier erstmal zum Vorschein. Das waren jetzt die Jungen, die da abgerechnet haben. Glaubst du, diese Phase der Abrechnung hat bei der Union jetzt erst begonnen? Kommt da noch mehr hinterher oder war es das jetzt erstmal? Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, das war nur die allererste Runde. Und die junge Union hat jetzt erstmal den Startschuss gegeben. Aber es gab wahnsinnig viel Zustimmung von den Älteren. Also ich habe mit vielen CDUlern kommuniziert, Leuten, die schon seit Jahrzehnten in der Partei sind. Und die haben diesen Deutschlandtag mit großer, großer Zustimmung und heimlicher Freude geschaut. Was da die Parteigranten abbekommen haben, das hat ganz viele in der Union gefreut. Könnten da sogar noch Köpfe rollen? Es werden auf jeden Fall Köpfe rollen. Fragt sich natürlich nur, welche und ob die Karrieren dann wirklich komplett zu Ende gehen oder ob manche Leute kurz mal in die zweite, dritte Reihe zurücktreten müssen. Aber Ralf Brinkhaus, der hat zum Beispiel gestern eine richtige Bewerbungsrede gehalten. Das ist der Fraktionschef der Union, der will das auch bleiben. Man munkelt, dass er vielleicht noch mehr will, dass er vielleicht auch Parteichef werden will. Und deswegen hat er gestern wirklich versucht, da zu punkten mit ganz viel Klartext oder das, was er darunter versteht, hat die Ampel als stramm linkes Programm bezeichnet. Und er dachte, dass er damit landen kann. Und er wurde halt komplett auseinandergenommen. Also wenn das wirklich die Bewerbungsrede für den Parteivorsitz von Herrn Brinkhaus war, dann ist das richtig in die Hose gegangen. Er repräsentiert ja nun auch nicht die Zukunft, war ja auch vorher schon Fraktionschef. Wer hat den meisten Applaus bekommen, wenn man danach mal urteilen würde? War das Jens Spahn oder wer war da ganz vorn? Ja, also die wichtigsten Reden im Bewerbungsprozess um den CDU-Vorsitz kamen von, wie gesagt, Ralf Brinkhaus, dann Jens Spahn und Friedrich Merz. Und man muss sagen, Spahn hat sich da am besten geschlagen. Der hat sich demütig gegeben und hat, ohne viel Neues zu verkünden, einfach mal rekapituliert, wofür die Union eigentlich steht. Und das hat irgendwie die Stimmung im Saal erfasst. Die Leute haben ganz viel geklatscht. Er wurde dann auch nicht so hart angefasst. Dabei muss sich Spahn doch selber eigentlich politisch jede Menge vorwerfen lassen, eigentlich, was er so alles angerichtet hat in den letzten Wochen und Monaten in der Corona-Pandemie. Absolut, Corona-Pandemie. Er war ja auch im Team Laschet damals. Aber Spahn steht immer noch für eine Art Aufbruch. Auch wenn er seit 20 Jahren schon im Bundestag ist, schon ganz lange in den wichtigsten Gremien der Partei vertreten ist, der steht immer noch für einen gewissen Aufbruch. Und Friedrich Merz hat seine Rede, muss man sagen, wirklich komplett versemmelt. Dieser Merz-Mythos wackelt einfach. Der hat jetzt zweimal verloren, als er selbst CDU-Chef werden wollte. Dann hat er einmal mit Armin Laschet die Kanzlerkandidatur verloren. Er hat sich felsenfest hinter Laschet gestellt und man merkt, die Leute, die hören dem zu, auch mit einer gewissen Sympathie, aber da wurde kaum geklatscht. Diese Bedeutungsschwere, die Merz immer mitbringt, ohne viel Neues zu erzählen, die scheint ihm einfach abhanden zu kommen. Darauf hatten die Leute da keine Lust mehr. Und Handyverbot wurde übrigens auch wieder einkassiert, ne? Ja, absolut. Also das Handyverbot war wieder ein absolutes Desaster für Armin Laschet. Der kam da an und hat diese Rede gehalten, hat gesagt, solange ich Parteichef bin, wird es in den Gremien ein Handyverbot geben. Man muss sagen, dafür gab es auch viel Applaus. Die Durchstechereien, gerade an Bild, waren ein Riesenthema. Ein JU-Mitglied hat zum Beispiel gesagt, wenn im CDU-Präsidium die Loyalität gegenüber Paul Ronsheimer größer ist als gegenüber der Partei, dann sollen diese Leute bitte verschwinden. Also das ging schon echt ab. Aber als die JU dann selbst darüber diskutiert hat, ob man Handy und andere digitale Endgeräte verbieten soll in Vorstandssitzungen, haben die gesagt,
das geht doch nicht. Wir sind doch im 21. Jahrhundert. Wir haben unsere Sitzungen doch alle digital. Wie soll denn darauf achten, dass ich mein Handy weglege, wenn ich gerade am Laptop sitze und über Zoom an der Konferenz teilnehme? Wollen wir jetzt wirklich anfangen, Dinge auszudrucken? Also das war wieder ein Vorschlag von Armin Laschet, der erstmal für Applaus sorgt, aber dann einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass ich mit jemandem weiß, dass es bei dir ein Problem geworden ist.